Henslers schnelle Nummer. Heute gibt es eine wunderbare, saftige, leckere, gefüllte Paprika. Dafür brauchen wir natürlich Paprika. Und haben wir hier Rinderhack, Federkäse, rote Zwiebel, Peperoni, Knoblauch, Kreuzkümmel, Paprikapulver und Tomatenfleisch. Geht aber los mit Zwiebel. Halbieren und in feine Scheiben schneiden. Die Zwiebel in Mucho Olivenöl anschwitzen. Und jetzt müssen wir hier von unserem hauseigenen Thymianschrauch ein bisschen was abzupfen und mit dazugeben. Den Knoblauch währenddessen zerdrücken. Und dann einfach mit dem Messer ein bisschen grob durchschneiden und mit zu den Zwiebeln geben. Eine rote Peperoni klein schneiden und auch dazu geben. Teelöffel Kreuzkümmel und Teelöffel Paprikapulver. Jetzt mit rangeben, nochmal 10 Sekunden mitrösten und dann direkt zum Hackfleisch geben. Hier ist unser Rinderhackfleisch. Alles oben drauf. Mit Salz und Pfeffer würzen. Ja. Oh komm, da geht noch mehr. Jetzt ganz wichtig, kleinen Schuss Tomatenfruchtfleisch mit dazu. Jetzt alles vermengen. Und ganz wichtig an dieser Stelle, nicht den Federkäse vergessen. Den jetzt hier grob reinbröckeln einfach. Ein halber reicht. Jetzt die Paprika aushöhlen, dafür oben Deckel abschneiden. Jetzt einfach mit dem Löffel das Innere rausholen. Das war's schon. In die Paprika kommt jetzt unsere Hackmasse. Zusammen mit dem Feta-Käse. Ne? Ruhig ein bisschen überstehen lassen. Deckel drauf quetschen. Jetzt das restliche Tomatenfleisch in der Auflaufform geben. So. Und da stellen wir jetzt einfach die Paprika rein. Ah. Kommt jetzt in den Ofen. 200 Grad Umluft. Wie lange? Gucken wir mal. Dann wollen wir gucken. Die Paprika war jetzt 35 Minuten im Ofen. Jetzt mal her. Ja, geil. Das, ja, das sieht gut aus. Wir haben jetzt natürlich so kleine Paprika genommen, weil ich finde das ein bisschen schöner. Lieber zwei pro Nase als eine so eine dicke. Wenn ihr jetzt eine große habt, würde ich sagen ungefähr 45 Minuten. Aber die sind jetzt fertig und kommen aus dem Ofen raus. Jetzt die Paprikas kurz rausnehmen. Und jetzt haben wir unten ja unseren Sud. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Da ist natürlich der Saft von der Paprika und dem Fleisch reingelaufen, aber ein bisschen Salz und Pfeffer kann auf jeden Fall noch dazu. Pfeffer ruhig ein bisschen kräftiger. Jetzt frisch gehackte Petersilie. Das Ganze jetzt wieder vermengen. Kurz mal Finger rein. Sehr gut. Schmatz, schmatz. Die Paprika einfach zurückstellen. Wir kochen Reis dazu. Guten Appetit. Ich würde es so machen. Jeder nimmt sich eine Paprika. Haut sich schön. Tomatensoße oben auf sein Fleisch. Hier, guck mal, geil, der ganze Saft hier raus macht. Oh, ist immer so heiß. Aber, das ist geiler Fleischgeschmack. Richtig schön saftig. Du merkst ein bisschen Knoblauch, du merkst die Gewürze und die Tomate gibt den Rest. Nachkochen. So sieht's aus. Und das ist die Einkaufsliste für gefüllte Paprika für zwei Personen. Ihr braucht 2 bis 4 Paprika, je nach Größe. 500 Gramm Rinderhack, eine rote Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 500 Gramm Tomatenfruchtfleisch, Thymian, ein Feta-Käse, ein Teelöffel Kreuzkümmel, Teelöffel Paprikapulver, Olivenöl, eine Peperoni und ein halbes Bund Blatt Petersilie. Guten Appetit. Noch mehr schnelle Nummern findet ihr natürlich auf meinem YouTube-Channel Henslers schnelle Nummer. Am besten abonnieren, dann kriegt ihr immer das neueste Video oder auf henslers-schnelle-nummer.de. Da gibt's auch alles. Hallo.